heute auf Twitch und auch auf YouTube zum heutigen Dark Souls 2 Stream. Ja, wo waren wir das letzte Mal? Genau, wir waren im DLC. Ich erinnere mich. Und genau dort machen wir auch diesmal weiter, würde ich sagen. Quatschen wir gar nicht in einem Rum, sondern porten hier ins Foyer. Denn genau dort haben wir aufgehört. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas noch gemacht habe ohne euch. Ich glaube nicht. Zumindest nichts Wichtiges. Okay. Hier sind wir noch nicht gewesen. Nicht groß. Dann schauen wir uns doch direkt hier mal um, würde ich sagen. Springen voraus. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also hier sind wir letztes Mal rausgekommen. Hi, Yusei. Da bist du ja schon wieder. Und, hast du deinen PC schon ausprobiert? Der Stream läuft wieder ein bisschen ruckelig. Ich meine, es lief eben besser. Ich habe ein bisschen was an der CPU übertaktet, muss ich gestehen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das was gebracht hat, was ich da gemacht habe. Ich bin nämlich nicht gerade wirklich Profi, was sowas angeht. So, was haben wir denn hier? Glühendes Eisenzepter, nicht im Inventar. Okay. Dann besorgen wir uns das mal. Da finden wir es nicht. Dann ist ja mal wieder der einzige Weg, den wir langlaufen können, dieser hier. Ich glaube, das hat nicht viel gebracht. Ja, glaube ich auch nicht. Mein CPU war schon irgendwie übelst übertaktet, habe ich gesehen, dann im BIOS. Hat mich irgendwie schwer gewundert. Ich habe eigentlich einen 6-Kern-Prozessor mit A3,3 GHz. Der stand irgendwie schon auf 4. Ich habe es jetzt mal auf 4,1 gestellt, weil ich höher nicht gehen wollte, weil die Temperaturen schon an die 75-Grad-Grenze kommen. Und naja, ich glaube, ich hab mal irgendwie gehört, bis 90 oder so kann man halt teilweise sogar schon gehen, ohne dass was passiert. Wieder so ein Magier. Wie kriegen wir den jetzt am besten? Und dort würde das sehr lange dauern und das ist irgendwie nicht das, was ich machen möchte. Schauen wir lieber hier das an. So, was passiert, wenn ich hier hinlaufe zum Beispiel? Da ist schon mal, zum Beispiel schon mal ein Hebel, den wir betätigen können. Da geht schon mal hier die Tür auf, glaube ich. Oder? Ja. Müssen wir denn überhaupt hier laden zu ihm? Richtig gesessen. Ach Gott. So ein kleiner Kackspacken. Vorhin lief es besser. 75 Grad ist aber ordentlich, ja. Ich weiß, vorhin lief es besser. Hat sich im OBS vielleicht irgendwas verstellt? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich die 100 MHz jetzt nochmal runtergehen soll wieder, ob das wieder was bringt. Meine CPU ist aber eigentlich nicht auf Volllast. Das finde ich, das ist das Komische. Meine GPU ist aber auf Volllast, also meine Grafikkarte. Aber an der habe ich nichts geändert. Naja, vielleicht muss er einfach wieder reinkommen. Wenn du auf Volllast ist, brauchst du auch nicht übertakten. Ja,
Weiß ich nicht. Von der Logik her ja, aber wann hast du schon mal eine CPU auf 100%? Nie. Das ist eigentlich Quatsch, da bräuchte man nie übertakten. Weil außer, irgendwelche absurden Stresstests ist eine CPU ja nie auf 100%. So, diese komischen Fässermännchen hier, die machen gar nichts, habe ich übrigens festgestellt. Frau wird benötigt in Freude. Eine Frau? Um die hier festzuketten? Oder was meinen die Spieler damit? Die Fässermännchen, die Türen tun mir nichts. Abgesehen davon, dass sie explodieren, wenn ich auf sie schlage. Die kann man teilweise ganz gut benutzen, um Gegner zu töten. Allerdings ist hier eine Sackgasse, ne? Wenn ich das richtig sehe. Fässermännchen laufen hier überall rum und haben Spaß. Na, ich muss da lang. Auch wenn hier der Hebel war. Geh mal da rein, Fässermännchen. Spreng mal den einen in die Luft. Ja, töte dich. Komm. Los, hey. Das ist zu blöd. Der eine lebt aber noch. Das ist ja eine richtig blöde Stelle hier. Mit dem Magier da. Ich glaube irgendwie inzwischen, ich brauche eigentlich noch viel eher eine neue GPU, eine neue Grafikkarte als eine neue. Aber das weiß ich ja schon länger. Also meine CPU ist jetzt gerade auf, jetzt doch schon auf 60, 65, 70%, je nachdem, zwischen 50 und 70. Und die GPU ist jetzt gerade wieder auf 60, geht aber dann teilweise auch hoch. Aber momentan habe ich stabile 60 FPS auch im Stream. Das Komische ist ja, dass ich für mich sowieso die 60 FPS immer habe. Das ist wenn dann das, was an OBS weitergegeben wird, was nicht die 60 FPS erreicht. Also ihr seht es wirklich, ich habe es immer flüssig. Was für mich ja gut ist, aber es ist traurig ein bisschen. Ich weiß noch nicht so richtig, woran es genau liegt. Und ich bin halt zu blöd, was es übertakten angeht. Außerdem brauchst du eine bessere Grafikkarte. Du lässt den Streamer über die Grafikkarte laufen. Nee, soweit ich weiß, geht der Stream immer über die CPU. Stream geht, meine ich, immer auf die CPU. Oh, guck mal, die Fässermännchen kommen. Fässermännchen, ja. Sterben alle. Oh, da kommt noch einer von den Zauberern. Schaut den ihr euch an, wie er von hinten mich versucht zu backstabben. Die haben noch ganz andere Tricks drauf. Die Schweine. Ach Gott, wie viele kommen denn dann? Oh nee, komm. Ich dachte, das wären nur vereinzelte Typen. Und jetzt kommen die hier dauernd. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal hier einen Shortcut freigeschaltet. Ich kann ja jetzt nicht hier stundenlang mit dem Boden rummachen. Pfeile habe ich noch. Oh, das ist der andere. Muss man den einen töten. Aber der andere stellt sich schützend davor. So machen das wahre Freunde. Wer sich opfern möchte. Lehnen sie da beide hinten an der Wand und warten auf ihren Tod. Ist tot. Ach! Sag bloß! Ah, es ist jetzt begeisternd, also
Wer hätte jetzt damit gerechnet? Ich sehe halt gar nichts. Ja, da bringt mir das auch nicht viel. Weißt du, dass die Feuersäule jetzt da hinten ist? Im Prinzip ist es eigentlich sogar schlechter. So, den haben wir auch. Naja, du kannst es so einstellen wie in OBS, wie er dekodieren soll, glaube ich. Kannst du einstellen, OBS, wie er dekodieren soll? Okay. Was muss ich denn da genau einstellen? Glück gehabt. Ich dachte, wir sind jetzt vielleicht direkt die nächsten Zauberer. Ich schau mal gerade in die Einstellungen. Also ich habe jetzt hier bei Video halt meine Auflösung linear, da kann ich nichts einstellen. Du meinst den Codierer eventuell. Beim Stream habe ich den X264, das ist glaube ich CPU. X264 ist, glaube ich, über die CPU. Und man sollte auch eigentlich über die CPU... okay. Ja. Kann man mal machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, da ist eine Wand. Ach nee, komm ey. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen mit diesen verkackten Zauberern. Ich mag dieses Level hier überhaupt nicht. Also, der Anfang war geil. Aber seitdem diese Zauberer am Start sind, mag ich nicht, was hier passiert. Ich kann eine kleine Abkürzung nehmen diesmal, glaube ich. Den da brauche ich ja diesmal gar nicht ausschalten, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Wieso? Ist das der eine Typ von links, der jetzt da kam? Dass der jetzt teleportiert hat, oder? Nee, okay. Woher kam der dann? Zu grillen. Was? Der nimmt ja gar keinen Schaden. Will mich veräppeln. So, wenn ich jetzt nicht hier so cool rumlaufe, dann kann ich auch nicht gut ausweichen, weil diese Dinger einfach in nichts explodieren und dann so ein Blitz hinterlassen. Ich muss da durch, es gibt keinen anderen Weg. Und die sind scheinbar immun gegen Feuer. Nee, jetzt steht er drin im Feuer. Ah, sehr gut. Okay, der erste ist tot. Schon ganz gut funktioniert. Jetzt müsste ich den zweiten nur irgendwie anlocken, aber das kann man ja leider nicht. Hm. Okay. Das ist eigentlich eine gute Idee, die Kuh wieder hier hinten hinholen. Dann habe ich nämlich mehr Platz für den Riesen. Ich entschuldige mich viermals für meine Dummheit. Ich versuche mal den zu vergiften.
nicht geklappt. Habe ich jetzt das Script nicht angemacht? Ich dachte, ich hätte eben das Script angemacht. Von denen auch nicht gezählt. So, 141 sind wir jetzt. Also bei mir war es immer so, dass Stream über die Grafikkarte besser lief. Ja, das war wahrscheinlich dann bei dir so, weil du einen schlechten CPU hattest. Ich habe ja extra eine 6-Kern-CPU damals geholt, damit Stream aufnehmen und so weiter, dass das alles parallel laufen kann. Und normalerweise, von der Qualität auch, ist es am besten, wenn man... das Ganze über die CPU laufen lässt. Da hast du am wenigsten Fragmente. Arschloch. Was für ein Arschloch! Alter! Jetzt hab ich keine Ausdauer mehr, ich bin tot. Wer sind die Kacke? Sind die Kacke, ey. Gegner. Die können ja alles. Die können zaubern, die können sich teleportieren, die können Nahkampf. So, jetzt müsstest du drin stehen, ne? Ja, schön. Eigentlich weiß man ja genau andersrum. Na ja, gut, wenn die Grafikkarte sowieso am Ende ist, bringt das nichts. Nee, aber. Also wirklich mal rein theoretisch. Ich hab, mich wundert das sowieso ein bisschen, irgendwie, dass die Grafikkarte, hier mit Dark Souls 2, so am Limit ist scheinbar. Also ich benutze jetzt, ich habe jetzt hier nichts Dolles installiert, ich habe jetzt einfach den Task Manager an und schaue, wie die Auslastung ist. Und, da sehe ich jetzt halt gerade im Moment, Auslastung Grafikkarte 60%. 69%. Ist recht stabil, so zwischen, so recht stabil auf 60% ungefähr. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Also auf 100 ist sie jetzt schon die ganze Zeit nicht mehr. Das heißt eigentlich auch, dass ihr stabile 60 FPS die ganze Zeit haben müsstet. Und es war eben eigentlich so, dass anhand der Grafikkarte lag, dass dann im Stream die FPS runtergehen. Komischerweise. Vielleicht hat die Grafikkarte dann doch was damit zu tun. Vielleicht sollte ich da nochmal ein bisschen rumfummeln im OBS. Und die CPU, die ist teilweise auch schon recht auf Anschlag. Das liegt auf jeden Fall am Stream. So, jetzt muss ich gucken, wie sich den Typen... krasse Reichweite oder ist er einfach dumm? Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, hier die Hampelmännchen anzugreifen. Ja! Idiot! Was für ein Idiot! Okay. Hebelchen ziehen. Und dann haben wir wieder einen neuen Shortcut. Eine richtig ekelhafte Passage haben wir damit gemeistert. Also gefühlt sind es keine 60 FPS, nur manchmal.
Muss ich jetzt die ganze Zeit drauf achten. Okay. Die nächste Kette. Und das sieht nach Boss aus. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. Vielleicht gibt es ja hier ein Bonfire. Schauen wir mal, was hier oben ist. Ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Wir sind am Bonfire. Kann ich nicht vielleicht hier... Ja, sehr schön, ein Shortcut. Okay, kein neues Bonfire, aber ein Shortcut. Von hier geradeaus kommen wir nämlich. Da ist nämlich das Bonfire. Sehr schön. Warte mal, da kann ich eigentlich... Kann ich mich eigentlich kurz dran setzen? Und dann können wir eigentlich auch mal darüber laufen, über die Kette und schauen, ob da ein Boss auf uns wartet. Den wir mal kurz wegklatschen können. Ach, you say. Ich bräuchte, glaube ich, auch einen neuen PC. Ich bin ja schwer am Überlegen, jetzt durch diese ganze Debatte mit dem, oh, jede Menge Loot. Kommt man denn da hin? Ernst, wie kommt man da hin? Also irgendwie aus dem Gebälk da, aus den Steinen muss ich da rauskommen, ansonsten keine Chance. Ja, durch diese ganze Debatte jetzt hier mit dem Streaming, da habe ich mich ja mit auseinandergesetzt, was das kosten würde. Und ich, ein neuer Streaming-PC würde mindestens 600, 700 Euro kosten. Und Hinterhalt voraus und dann Fenstergeist. Also doch kein Boss. Und da bin ich ja schon fast am Überlegen, mir einen neuen PC anzuschaffen. Oder ich kack auf alles und hole mir doch nichts Neues, sondern nur eine neue Grafikkarte. Weil die stand ja sowieso an. Die wollte ich ja sowieso holen. Okay, hier kommen wieder irgendwelche... Ich habe die sind schon wieder verflucht, ne? Die sind nämlich schon wieder so komisch am Stauben. Aber töten kann ich sie. Fette Kriecherchens. Fette Riesenbabys. 1000 Schaden mache ich in einem Sprung. Das ist schon heftig. Der Sprungangriff ist einfach über nice. Loot. Fossiler Drachenknochen. Nice. Direkt 2 Stück. Also der Loot hier im DLC ist echt super gut. Linke Klinge Rachel. Okay. Ist sie hier oben oder kommt die von unten? Schon von unten zu kommen. Dark Souls 2 sollte aber doch die 1060 keine Probleme haben. Auch auf 2K. Ja, eben, das ist es nämlich. Das ist es nämlich. Das wundert mich nämlich auch. Aber komm, ist jetzt nichts. Aber komm, es ist jetzt nicht so, als ob der Stream unguckbar wäre. Ja, das nicht. Zum Beispiel jetzt gerade sind es wieder nur 38,7 FPS und das ist, weil die GPU auf 100% ist, laut Windows. Aber mein Spiel läuft flüssig. Also die Grafikkarte ist jetzt gerade am Limit. Oh, da ist der Fenstergeist. Oh, oh, oh. Was für ein Arsch! Oh Gott. Hä? Ich hab doch geblockt. Oder macht der so harten Magieschaden, der Typ? Okay, ich hab ihn irgendwie nicht getroffen. Warum auch immer. Und tot. Ja. Fuck you, Mann. Was für ein komischer Finstergeist. Ich blocke ihn, er macht trotzdem vollen Schaden. Ich schlage ihn, ich mache gar keinen Schaden. Sehr komisch. Sehr komisch. Und was ist meine GPU-Kamera?
Shot.